Hallo und willkommen zurück zu Super Mario 64. Dies ist der 15. Part und im letzten Part haben wir bei... wie heißt die Welt nochmal? Irgendwas mit Atlantis? Ja, Atlantis Aquaria. Doch relativ erfolgreich die 100 Münzen geholt. Jetzt habe ich gerade nicht geguckt, was für einen Stern ich holen soll, aber ich weiß natürlich, was ich machen muss. So, dafür müssen wir das Wasser erstmal komplett ablassen. So. Weil wir müssen hier den Stein zerstören. Ups. War ich ein bisschen zu schnell. Weil wir müssen jetzt von oben die Plattform runterlassen und dann müssen wir... Kommt man da hoch? Nee, nicht ganz. Achtung. Was mache ich denn hier wieder? Ja, wir müssen halt oben die Plattform runterlassen, damit wir von unten nach oben klettern können. Der Aufziehroboter zieht sich natürlich wieder auf. Ja, im letzten Part war es ziemlich knapp mit den 100 Münzen, muss ich sagen. Komm. Klappt. Lass mich. Na, immerhin schmeißt du mich mit runter. Eieiei. So, jetzt muss ich da auf die Plattform oben drauf. Ja. Komm, Mario. Wow. Nein, nicht ganz runterfallen. Reicht das noch? Und das reicht noch. Aber nicht, wenn ich hier noch mehr fehle. So, eine der Plattformen bewegt sich nach unten, soviel ich weiß. Ja, genau. Wow. Ja, schön, ein bisschen schneller. Ja, es war zu langsam, war so klar. Ich habe erstens die Kamera gestört und zweitens bin ich nur gegen die Wand gelaufen. Achtung und Seitwärtshaltung. Ja. Ups. Mario, was machst du denn? Rutsche da so komisch rum. Autsch. Okay, er wirft einen auch, wenn er sich nicht bewegt. Was ist da eigentlich für ein Zeichen auf seiner Seite? Lass mich, lass mich! Ich brauch doch... Okay, erstmal mich heilen, irgendwie. So, jetzt mache ich am besten mit den Münzen oben im Block. So habe ich mir schön ausgemalt, dass ich diesen Stern hier ganz schnell und locker hole. Achtung. Und jetzt sterbe ich hier fast wieder. Okay. Da muss ich halt ein bisschen schneller runter als die Plattform. So. So, passt doch. Hätte ich gleich machen sollen. Ach ja. So, hol den Stern. Perfekt. Obwohl man nichts sieht. So. Beeil dich, Expressaufzug, ja. Müsste mal gucken, ob ich vielleicht anders da ins Gemälde reinspringe. Vielleicht steigt dann das Wasser unterschiedlich. Finde ich 800 Münzen, ja. Die habe ich sowieso vor. Nö, ist immer noch gleich hoch, das Wasser. Hm. Keine Ahnung. Soll ich mal kurz Wasser höher steigen, damit wir auch da hinten höher näher drankommen. Weil jetzt müssen wir uns mit der Kanone hinten ins übers Gitter schießen, damit wir zum zweiten Abschnitt von dieser Welt kommen. Die Kanone war da hinten oben, soviel ich weiß. Oder? Ja. So, mal gucken, ob das mit dem Weitsprung klappt. Ja. Muss ich halt nur gucken, wie ich ganz hoch komme. Hm. Ja, da war zu viel Anlauf. Ich wollte eigentlich nur kicken, damit ich wieder zurück, mich ein bisschen zurückstoße. Aber ich denke mal, die einfachste Möglichkeit ist einfach, das Wasser ganz nach oben steigen zu lassen. Aber wir wissen ja, ein Versuch war es wert. Aus dem Wasser.
müssten eigentlich doch auch von hier hochkommen, oder nicht? Feuer, geh weg. Ach, machen wir es so mit dem Schalter. Zack. Passt doch. Hier auf den Schalter und schön nach hinten zur Kanone. Eieiei. Das ist auch das Wasser schön hoch genug. Würde mal nur ganz kurz gucken, ob man so auch den Stern hätte bekommen können. Eigentlich müsste das doch gehen, oder? Ist Mario jetzt gesprungen, oder? Warte mal. Ne, der kann den Block nicht. Obwohl er dran springt, geht der Block nicht auf. Ne, also so wäre es echt zu einfach gewesen. Wobei ich nicht weiß, wenn ich jetzt eine Stampfattacke drauf machen würde, ob das... warte mal. Ach, da ist die Nummer. Okay. Also muss man das Wasser so oder so hochsteigen lassen. Muss ich gucken, wie ich da hochkomme. In Rückwärtshalte vielleicht. Ich hätte schwören können, ich hätte schon irgendwie mit Buddy gesprochen, aber... da kann man sich natürlich täuschen. So. Komm, bisschen fettig. Nee. Hä? Aber noch höher geht doch das Wasser gar nicht. Sei denn, ich muss anders da ins Gemälde reinspringen. Mario, halt dich doch fest. Jetzt hat es so gut geklappt. Eieiei. Jetzt häng ich mich hier an der Bombe auf, oder was? Ach Gott, was mache ich hier? So, nochmal, aber diesmal richtig. Ja, das wird jetzt noch 5 Stunden dauern, glaube ich. So, geht doch. Komm, mach die Kanone auf. Ja, dankeschön. Bei den einfachsten Sachen macht man sich so schwer. Ja, dankeschön. Komm, schwimm nach oben, Mario. Ich glaube, das mit dem Wasserspiegel liegt wirklich daran, dass je höher man in die Welt reinspringt. Muss ich schon nochmal ausprobieren. Ich muss natürlich erstmal gucken, wie hoch ich schießen muss. Reicht das? Komm, das reicht doch. Nein, ein bisschen zu weit. zu weit links, verdammt. Auf ein neues. Oh, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich jetzt locker flockig diese Welt hier beenden kann. Und ich habe jetzt irgendwie die Vermutung, dass ich wieder den ganzen Part dafür brauchen werde. Heieiei. So ein bisschen über die Plattform laufen. Geht schon mal. Ja. Timing. Erst springen. Erst ducken und dann springen. Ach ja. So, aber jetzt ein bisschen weiter nach. So, gucken, hier ist die Spitze, hier hoch, okay. Komm, das muss doch jetzt reichen. Ja, passt doch. So, jetzt müssen wir uns auch beeilen mit dem Tauchen. Weil, soviel ich weiß, haben wir da hinten keine Luft, bis wir einen Schalter aktiviert haben. So, da hinten haben wir dann auch, ja... Vor allem die roten Münzen. unten. Und dann nach oben. Ja, genau. Ach doch, wir können hier atmen. Weil Mario hängen bleibt. So, mal Luft holen. Natürlich könnten wir uns auch hier so die roten Münzen... Ne, können wir nicht, weil in den Blocken sind die drin. Das ist der Wasserspiegel bis hier oben. Oh. sind wir hier wieder Metall Mario und werden uns natürlich dementsprechend besser fortbewegen können. Irgendwo, ja, genau hier.
Hier ist doch ein Schalter, damit wir das Wasser ganz ablassen können. Was war der Schalter jetzt? Ich weiß es nicht. So, und erstmal gucken, dass ich hier überall die Münzen finde. Die sind ja wirklich meistens in den Kisten drin. Ich lerne es aber auch nicht. Wenn Mario mit Geschwindigkeit irgendwo dran, irgendwo springt, macht er einen. Gut, ja, hier kann ich, wollte ich auch hoch. Macht er einen Weitsprung. Eieiei, heute stelle ich mich wirklich dämlich an. Komm hoch da. Mal 3. Da oben, da hängt ein Block an der Decke. Ich werde mal gucken. Das habe ich gesehen. So, an diesen Blöcken muss ich auch noch hoch. Einfach per Wandsprung. So. Und hepp. Wie kriege ich jetzt? Also. Nicht lange überlegen, einfach machen. Fail. Reicht das hier mit Wandsprung? Ja, müsste eigentlich gehen. Wenn ich genug Schwung habe und die Kamera mitspielt. Komm. Geht doch. Nummer 6. Kurz mal gucken. Da oben sind noch Blöcke, aber ich glaube, da ist nichts drin. Da hinten oben ist noch einer. Und gegenüber müsste da noch eine sein. So, jetzt hier nochmal hoch. Oh. Komm, Mario. Mal 7. Und da hinten oben, genau. Und klappt doch. Hier wären auch noch so viele Münzen gewesen. Upsala. Aber wie gesagt, ich würde hier nicht mehr zurückkommen. Und da ist der Stern. Gleich mal holen. Ja. Klappt doch. Oh, 12 Minuten. Eieiei. Dabei hatte ich ja eigentlich vor, heute noch eine neue Welt anzufangen. Aber der nächste Stern geht um einige schneller. Da müssen wir keine Münzen einsammeln, sondern einfach nur... Ja. Na gut, was heißt Zeitlimit? Ich bin schon wieder falsch in das Gemälde reingesprungen, gell? Das gibt's nicht. Komm hoch da. Heieiei. Kamera, hilf mir. Damit ich auch was sehen kann. So, machen wir gleich das so, wie wir es vorhin gemacht haben. Klappt doch wunderbar. Oh. Hoch mit dem Wasser. Ja, das, man merkt auch wirklich beim Spielen, man sagt immer, man müsse noch das und das machen. Und dann vor lauter Spielen und Reden macht man dann doch wieder was anderes. Wie zum Beispiel, dass ich jetzt anders da ins Bild reinspringen wollte, damit das Wasser höher anfängt. Aber ja gut, das hat sich jetzt dann, wenn ich den Stern hier habe, sowieso komplett erledigt. Nochmal genau hoch. Gerade hoch. Müsste eigentlich von der Weite locker reichen. Ja. So, runter. Selber nochmal. Und dann müssen wir uns mit der Tarnkappe den Stern holen. Und das sollte eigentlich echt... Also, das hieß zwar, dass man sich irgendwie beachtet das Zeitlimit, dass man irgendwie sich beeilen muss. Aber man kann mit der Tarnkappe nicht nur durch die Gitter laufen bei dem Part, sondern auch durch andere Mauern sogar. Aber das sieht man ja gleich. Erstmal Wasser ablassen. Das war da unten links, oder? Direkt darunter. Genau. So. Wo war denn jetzt nochmal der Block? In irgendeinem Eck war der doch. Da ist er nicht. Wären da eigentlich auch Münzen drin gewesen? Nee. Wieder nur ein Leben. Da ist der Block da drin, wo wir hin müssen.
Also muss er gegenüber sein, irgendwo. Da. Genau. Ja. Und wie gesagt, eigentlich müsste man da wirklich außen rumlaufen. Aber hier kann man wirklich schön durch die Wände hier durchlaufen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so gedacht war. Oder ob das irgendwie ein Fehler beim Programmieren war. Weil das sind, glaube ich, die einzigen Wände. Ich sehe nichts, Kamera. Ah, jetzt klemmt die da hinten. Verdammt. Aber ich warte einfach, bis die... Genau. Kann ich ja schön hier einen Wandsprung machen. Komm, Mario. Jetzt hängt sie hinter dem Gitter fest. Das gibt's nicht. Lakitu. So, jetzt. Geht's jetzt? Ist er wenigstens im Gitter drin. Komm. Und damit haben wir den letzten Stern von Aquaria, genau. Ja, 16 Minuten. Da können wir zumindest in die nächste Welt gehen und uns einen Stern holen, sofern ich nicht unnötig oft fehle. Also was für eine Welt machen wir denn jetzt? Gehen wir einfach mal in die Fliegenpilz-Fiasko, heißt die so viel. Geh rein, Mario. Ist ja ein kleines Bild. Fliegenpilz-Fiasko, genau. So, erklimme den Berg. Ja, das wird vermutlich noch den Part dauern. Ja. Der Stern da hinten lächelt uns übrigens auch sehr, sehr nett an. Da könnte man entweder von ganz oben runterspringen oder man... wie heißt's? Oder man fliegt halt mit der Flugkappe. Aber später. Blöde Maulwürfe, geh weg. Ach ja. Die Welt ist auch wieder ein bisschen größer. Und ja, runterfallen bestraft. Bestraft richtig. Ja, den Affen meiden, weil der möchte uns die Kappe klauen. Oh, 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 oh. Nicht zu schnell. Klappt doch wunderbar. Jetzt hier hoch. Schön den Kugeln ausweichen. So. Achtung. Ja, passt. Weiter da. Da müsste jetzt, glaube ich, irgendwo noch so eine enge Stelle. Ne, hier müssen wir einen Weitsprung machen. Das ist nicht zu weit. Ja, hier haben wir auch ein Versteck, sieht man. Das ist auch wieder so schön wabert. Aber so vom Vorbeilaufen her sieht man es überhaupt nicht. Auch schon eine Weile gesucht damals. Ja, hier lässt sich nicht richtig springen, wie beim Treibsand ungefähr. Oh ja, bei der Welt hier 100 Münzen sammeln, das wird witzig. Hier mache ich extra vorsichtig, weil ihr kennt mich. Wenn ich wieder zu schnell bin, dann dann falle ich runter. Ich habe auch schön den Stern im Wasserfall gesehen, aber das soll mein erster sein hier. 90 Sterne. Fehlt ja nicht mehr viel bis zum Ende vom Spiel. Aber sind noch ein paar Welten da. 18 Minuten. Ich denke mal, für einen Stern wird es noch reichen. Komm. Das gönne ich mir noch. Und euch. Erkunde den Affenkäfig. Wo war denn der nochmal? Will ich den überhaupt holen? Will ich den überhaupt holen? Muss ich auch wieder ein bisschen hochklettern. Irgendwo, wenn man hier nach unten läuft, und da unten zum Beispiel, kann man denn da hin? Da müsste auch irgendwo eine... die Kanone sein, ne? Ja. Ich glaube, so müsste man normalerweise den Stern holen. Ach ja. Ja, die Welt mag ich auch nicht so besonders, weil man halt auch sehr, sehr leicht fehlen kann. Das sieht man zum Beispiel hier, wenn man die roten Münzen holt, dass man dann auch noch darüber springen muss. Der Affenkäfig, war da nicht hier irgendwo? Hm. Autsch. Hey. Lakitu? Warum sag ich mal Lakitu? Weil er fliegen kann. Geh weg. Blöder Affe. Sag's ja, der will nur meine Mütze haben. Wo war denn jetzt dieser Affenkäfig? Vielleicht mache ich die Rutsche.
Eieiei. War der nicht ganz oben irgendwo? Jetzt da, wo ich den Stern eben geholt habe. Upsala. Ich guck mal eben. Weil irgendwas schreit ja da oben. Ach, da ist er da. Der Stern ist der Affenkäfig und soll ich da jetzt draufspringen oder was? Tja, nun. Ich sehe mich fehlen. Warte mal, mach's mal von einer anderen Position. Kann man da einfach ran an den Stern oder? Warte mal. Das heißt ja nicht umsonst Affenkäfig. Vielleicht muss ich ja auch den Affen hier fangen. Komm. Aua! Hey, lass mich los! Das war doch nur Spaß. Du hast wohl keinen Humor, was? Okay, ich mache dir einen Vorschlag. Wenn du mich loslässt, habe ich eine Überraschung für dich. Na klar. Okay. Was macht er? Äffchen. Irgendwie habe ich das überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Also irgendwas mit dem Affen, klar, aber dass man dem jetzt halt so schön folgen kann. War mir doch irgendwie klar, dass ich den Käfig nicht einfach aufbekomme. Ja. Hey, Baby! Was? Hey, Baby, komm schon, wo bleibst du denn so lange? Ich bin doch hier. Wo? Ach, ist er jetzt ganz unten am Wasserfall gelandet? Okay. Ah ja, okay, alles klar. Habe ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Boah. Aber nicht abtreiben. Vom Wasser. Ja, passt. da bin ich ja froh, dass ich nicht ausprobiert habe. da ging eben die Kamera durch die Wand. Da bin ich ja wirklich froh, dass ich nicht ausprobiert habe, den Käfig kaputt zu machen, weil das wäre wäre nicht gut ausgegangen. Oder wäre vielleicht draufgekommen und hätte dann gemerkt, dass ich ihn nicht kaputt machen kann. So, wir haben hier eine gute Zeit erreicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.